Am 20. Mai fand in Berlin der Tag der deutschen Bauindustrie statt. Bauforum 24 TV war live vor Ort und traf Peter Ramsauer. Maximilian Seibert sprach mit dem Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung über die aktuelle Situation der Branche. Wir haben in den vergangenen Jahren durch die beiden Konjunkturpakete vor allen Dingen in der Bauwirtschaft sehr stabilisiert. Die Zahlen belegen heute, dass wir hier wirklich antizyklische Erfolge erzielt haben. Diese Konjunkturprogramme wirken ganz klar auch in das nächste Jahr hinein. Wir sehen, dass wir sowohl im Wohnungsbau, der ja über 50% der gesamten Bautätigkeit ausmacht, als auch im Wirtschaftsbau ganz gute Auftragseingänge haben. Ich glaube, dass wir deshalb eher positiv in diese Zukunft blicken können. Jedenfalls verspreche ich mir, dass auch die Bauwirtschaft einen guten Beitrag zur Stabilisierung der Gesamtwirtschaft leisten kann. Neben der überstandenen Wirtschaftskrise kam der Minister auf die Auswirkungen des strengen Winters zu sprechen. Dieses Thema hat mich ausgesprochen stark beschäftigt als Bundesverkehrsminister. Ich habe innerhalb der 2,1 Milliarden Euro, die ich für Instandhaltung insgesamt pauschal verfügbar habe, im Bundesfernstraßenbau, also Autobahnen und Bundesstraßen, vorneweg 100 Millionen gleich mal reserviert und gesondert zur Verfügung gestellt für das Beheben dieser erheblichen Winterschäden, die wesentlich stärker ausgefallen sind als in durchschnittlichen Wintern zuvor. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv